Jonas Rosenek von der SG Solingen. Habe ein bisschen recherchiert bei der Vorbereitung, habe festgestellt, er kommt aus Magdeburg ursprünglich, spielt jetzt in Solingen. Also ich habe gesehen, dass Jonas ein sehr junger Spieler ist und noch nicht so viele Partien in der Datenbank hat. Er spielt meistens eins von zwei Systemen, habe ich gesehen. Also ich habe viele Möglichkeiten mit Weiß zu eröffnen, habe mich ein bisschen vorbereitet und dann ging es los mit der Partie. In der Partie hatte ich Lust, D4 zu spielen und es kam abgelehntes Damengambit. Damit habe ich auch gerechnet. Ich habe sogar ein bisschen gepokert, dass er das spielen würde. In dem Sinne, dass ich mir Grünfeld gar nicht nochmal angeschaut hatte. Man hat ja nicht so viel Zeit zur Vorbereitung. Wir erfahren die konkreten Paarungen immer genau eine Stunde vorher. Und dann müssen wir erstmal auch noch vom Hotel zum Weserstadion kommen. Das heißt, man hat nur so eine gute halbe Stunde, um sich seine Varianten zurechtzulegen. Und das hat sich auch ausgezahlt. Ich hatte am Ende der Eröffnungsphase eine Stunde mehr auf der Uhr und kannte die Stellung immer noch, während er schon lange grübeln musste. Und er hat dann irgendwann angefangen, ein bisschen ungenau zu spielen. Eigentlich bis dahin ganz gut die Hauptvariante selber gefunden, obwohl er die Züge nicht kannte. Dann ist er an einer Stelle abgewichen von dem besten Zug. Da wusste ich schon, das ist etwas ungenau, ich stehe ein bisschen besser. Und direkt im nächsten Zug hat er dann wirklich einen Fehler gemacht. Das waren die Züge B schlägt C5, das war ungenau. Und Springer B4 war wahrscheinlich sogar nochmal ungenauer. Ich bin dabei einem Repertoire gefolgt von Großmeisterkollege Rainer Buhmann. Rainer Buhmann hat ein Repertoire aufgenommen mit modernen Klassikern. Erstens D4 und seinen Empfehlungen bin ich da auch eine Zeit lang gefolgt. Und ja, das stand alles noch in seiner Übersicht. B schlägt C5 war ungenau. Es gibt eine bessere Fortsetzung für Schwarz. Aber Springer B4 war der erste wirklich neue Zug für mich. Ich kannte aber die Ideen und Springer B4 ist antipositionell in diesem Moment. Obwohl es immer gut ist, einen Springer gegen Läufer zu tauschen oder ganz häufig, um das Läuferpaar zu ergattern, ging es da gerade um die schwarzen Felder, die Weiß versuchte zu kontrollieren. Und er hat Springer B4 gespielt und ist mir quasi entgegengekommen. Und dann hatten wir diese asymmetrische Bauernstruktur mit meiner Mehrheit am Damenflügel, seiner Mehrheit im Zentrum, er hat das Läuferpaar, aber auf der langen Diagonale würden sich die schwarzfelderigen Läufer tauschen. Und ich habe ganz gute Kontrolle über die Zentrumsfelder, über die seine Bauern kommen müssen und kontrolliere die Stellung. Das war schon klar besser. Ich habe dann gesehen, mit der Engine habe ich eine kleine Ungenauigkeit noch gemacht. Aber ansonsten hatte ich immer das Gefühl, dass ich alles im Griff hatte in der Partie, auch dank der zusätzlichen Zeit, die ich auf der Uhr hatte. Das ist immer super hilfreich. Es kam zwischendurch dann eine Stellung mit Springer gegen Läufer. Alle anderen Leichtfiguren waren abgetauscht, Schwerfiguren waren noch auf dem Brett mit asymmetrischer Bauernstruktur, wo ich auf den schwarzen Feldern überlegen war und er auf den weißen Feldern, denn er hatte einen weißfelderigen Läufer. Ich hatte dann eine Schwäche bei ihm ausgemacht, der Bauer auf F6 war ein bisschen weich und habe versucht, auf den Druck auszuüben, damit der Bauer einen Schritt vorwärts gehen konnte und ich die schwarzen Felder mit meinen Figuren, vor allem mit dem Springer, ausnutzen konnte. Er wollte nicht F5 spielen zu diesem Zeitpunkt, hält er zwar den Bauern, aber mein Springer hüpft nach E5 und Schwarz hat null Gegenspiel. Ich blockiere seine Bauern. Meine Bauern sind noch beweglich langfristig, sein König ist auch ein bisschen schwach. Ja, da hat er dann spekulativ einen Bauern geopfert für vermeintliche Figurenaktivität, aber ich hatte das auch schon antizipiert, seine Opfermöglichkeiten und versucht, ihm da nichts zuzulassen und Buschfeuer und am Ende konnte ich alle Brände löschen und mit zwei mehr Bauern verbleiben. Nach Turm F8 war die Partie im höheren Sinne schon beendet. Er hatte auch wirklich nur noch Sekunden auf der Uhr, immer hat von seinem Increment gelebt, von Zug 30 an, denke ich, vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Und ich hatte noch eine halbe Stunde, konnte mir also jeden Zug gut überlegen, schauen, dass ich nichts übersehe, wirklich auf Nummer sicher gehen. Ich habe auch teilweise bei relativ einfachen Entscheidungen extra noch ein bisschen Zeit investiert, weil ich hatte sie ja einfach und wollte da einfach das Risiko managen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Er hat dann noch so ein bisschen Phantomdrohungen gegen meinen König gehabt, aber konnte mich da einfach gegen verteidigen, musste ein, zwei Varianten berechnen und dann konnte ich abwickeln in ein völlig gewonnenes Turmenspiel. Dann hat er auch aufgegeben. Ich würde sagen, statt Zielsieg, so ein bisschen aus einem Guss, habe eine Ungenauigkeit gemacht, wo ich ein bisschen zu früh versucht hatte, meinen offensichtlichen Vorteil schon realisieren zu wollen. Der Computer schlägt stattdessen vor, das Ganze ein bisschen langfristiger zu betrachten. Das machen Computer tatsächlich häufig heutzutage, wo man denkt, so, ich stehe so gut, ich muss hier, da, dies, das machen. Man ist dann ein bisschen zu aktiv vielleicht, neigt zu Aktionismus, während die Engine sagt, hey, dein Vorteil ist langfristiger Natur, entspann dich mal, der läuft nicht weg.
Einmal habe ich ungenau gespielt, aber ansonsten war das nach meinem Gefühl ein relativ souveräner Sieg. Ja, aber natürlich trotzdem am Ende muss man immer genau spielen, darf den Gegner nicht rauslassen. Ein Moment der Unachtsamkeit und alles kann kippen. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert sehr gerne unseren YouTube-Kanal hier vom Schachclub Viernheim. Wenn euer Interesse geweckt wurde, was es denn mit diesem Öffnungskurs auf sich hat, von dem ich gerade zitiert habe, dessen Empfehlungen ich gefolgt bin, dann schaut einfach mal auf chessme.com vorbei und der konkrete Kurs, auf den ich mich bezogen habe, der heißt Rainers moderne Klassiker, erstens D4.